Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sonnenfreunde, schöne Begrüßung. Und ja, Let's Play GTA 4, wir müssen ihnen folgen. Hä? Wo denn hin? Ich denke, der wollte mir was zeigen. Hallo. Ihr habt doch die letzte Folge gesehen. Ich habe mit ihm geredet und er wollte mir was zeigen. Warum will er mir denn jetzt nichts mehr zeigen? What the hell? Was ist denn hier los? Oh, jetzt drehe ich aber gleich ein bisschen ab. Jetzt kann ich die Mission nicht weitermachen, beziehungsweise das Zwischendingens nicht. Ich habe eine Idee. Nach der letzten Mission wurde gespeichert. Das heißt, wenn wir jetzt laden, dann müssten wir ja nochmal das machen können mit dem Typ. Das machen wir jetzt auch, weil ich will wissen, was er von mir will. So, was ist denn das letzte? 7.5.1757, das müsste ja sein. Ja, laden. Natürlicherweise. Verdammt, was war denn das jetzt? Laden erfolgreich, Waffe wegstecken. Ah, und da wird es auch wieder angezeigt unten auf dem Radar. Das Symbol vom Kollege Leichtfuß, das ist sehr gut. Dann können wir die Mission nämlich nochmal machen. Das wäre ja super ärgerlich gewesen, Können wir eigentlich unendlich lange sprinten? Sieht fast danach aus, oder? Da ist er ja. Hallo. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir schauen uns das nochmal an. Okay. That's nice. That's real nice. Hey, I remember you. You're the comrade guy. The guy with all the jokes. Oh, yeah. Time flies when you're having fun. Right. And you're definitely having a lot of fun. No doubt. Listen, dude, you want to make a quick buck? Come with me. I got something to show you. Ha, jetzt besorgt er ein Fahrzeug. Ach so! Oh, verdammt, das war die Aufgabe, ein Fahrzeug zu besorgen. Daran habe ich nicht mehr gedacht. Ach, ich bin so dumm. Naja, egal. Wir holen einfach ein Fahrzeug und fahren dann wieder zu dem Typ hin. Ah, da steht doch eins. Ist so ein merkwürdiges Fahrzeug. Das nehmen wir aber trotzdem. Du. Hol Brian ab, Brian. Ah, nein, die Polizei hat's gesehen. Egal, wir holen ihn trotzdem ab. Wer hat dein Fahndungslevel los? Okay. Ich will wieder den Jazz-Sender haben, der war geil. Boah, haben die hier viele Sender? Wo ist denn das? Das hier. Dann wollen wir uns mal beeilen, den Fahndungslevel loszubekommen. So, warten wir hier einfach mal. Und dann mal gucken, wo wir hin müssen. Mit unserem Kollegen, mit unserem neuen Freund, mit unserem Junkie, ey. Bring Brian zu seinem Treffen. Brian, na? Okay. Dann doch hier lang. So, what are you showing me? Dude, this is meant to be the biggest rock in the world. These guys are fucking scientists. Things meant to be bigger than my fist, bigger than a melon. Fucking genius. Gonna last me weeks. Aha, es geht also um Crystal Meth oder irgend sowas. Was fierce, dude, like being on the trading floor. Yeah, ha. Bin ich ja mal gespannt. Wait here while I make the deal, dude. Let's hope this thing isn't too heavy for me to carry by myself. Ich bin auch gar nicht gleich erschossen oder so. Oh, Mr. Bankerman. This is a real sound investment you're making. A good use of your assets and shit. Most def. Nee, jetzt auch nicht. Er wurde nicht erschossen. Dude, take me over to Wappinger and Harden. Zu Wappinger, okay. Will er das Ding jetzt weiterverkaufen und dann Gewinn machen, oder? Was ist da jetzt das große Ding dran? Yeah, but this ain't no rock. It's a fucking boulder! This shit's gonna blast me to the moon! Oh, what's that film where that guy is on a mountain and he gets chased by that huge, boulder? I don't know. Oh, shit, dude, I should remember this. Anyway, that's how I'm gonna feel when this shit's chasing me around my head? Boah, wie kann man da nur so geil aus so ein Scheiß sein, ey? Drogen sind schlecht, verdammt nochmal.
This your place? Yeah, sorta. No, it doesn't matter. Here's some dollar. Appreciate the ride. Das war die Mission? Okay. Ich habe jetzt auf eher irgendwelche wie viel plus? Hier mit 4.400. Wieso kommt das nicht groß auf dem Bildschirm, wie viel Geld man gewinnt? Ich habe jetzt 4.040 Dollar und habe keinen Plan, wie viel ich gewonnen habe. Das nervt mich ein bisschen, muss ich zugeben. Aber egal, was wollte ich sagen? Ich wollte eigentlich mal... Was wollte ich machen? Wir haben noch keinen neuen offiziellen Auftrag, fällt mir gerade so auf. Naja, egal, was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe eigentlich gehofft, dass es hier irgendein Verschwörungsscheiß wieder losgeht, wie der bei San Andreas war mit unserem kleinen Hibby. Aber das war ja leider nicht der Fall. Ich bin gerade am Überlegen. Wir müssen ja mal irgendwie jetzt noch eine neue Mission bekommen. Ich rufe mal Roman an. Anrufen, Taxi, Job, Bowling, Dart, Trinken. Ich will aber mit dem eigentlich nichts machen. Ich werde mal spaßeshalber Michelle anrufen. Ach nee, ist zu spät. Puh, ich habe keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Ich rufe mal Dimitri an. Здравствуйте, вы позвонили Дмитрию Браскову. Я сейчас не могу ответить. Пожалуйста, оставьте ваше сообщение, и я вам перезвоню. Okay. Dann rufen wir mal... Brusi rufe ich nicht an. Faustin. Denke ich einfach mal pennen gehen, ey, das bringt ja nichts. Nebenbei kann ja noch jemanden anrufen. Roman mal einfach so anrufen. Nico, it's Roman. I was talking to Brucey. That droid monkey? He is a good friend of mine. He'll be a good friend of yours too, if you let him. Anyway, he's got some work and we are in need of money. Meet him at Brucey's Executive Autos on Mohanad in East Hook. If Mallory calls you, we are bowling together. See you later. Ah, okay. Oh, jetzt müssen wir ja doch was für Brucey machen, ey. Oh, ich will aber mit dem nichts zu tun haben. Verdammt. Oh, jetzt haben wir zwei Sachen, hä? Warum denn zwei Sachen? Dimitri, ah, Dimitri, okay. Schauen wir mal, was der so von uns will. Wir müssen reden, ich werde auf der Promenade in Firefly Island sein, dein Freund Dimitri. Zu wem gehe ich denn jetzt zuerst? Mal gucken, wer näher dran ist. Oh, okay, Dimitri ist näher dran. Ich denke, ich werde zuerst zu Brucey gehen, weil es ist Roman, mein Cousin, es ist wichtiger, Familie. Und es scheinen mir beides Aufträge zu sein, die nicht verschwinden, wenn ich jetzt was anderes mache. Von daher, machen wir zuerst Brucey, auch wenn ich ihn nicht mag. Und danach machen wir Dimitri. Wie gesagt, wir müssen ja auch mal für Roman. Oh, ich bin dumm. Da, 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 da. Wir müssen ja auch mal für Roman da einen Gefallen tun. Der ist ja immerhin Familie. Schauen wir mal. Ich weiß auf jeden Fall, daran kann ich mich noch erinnern, das habe ich nie vergessen. Es gibt eine richtig, richtig geile Szene mit Brucey. Ich hoffe, das ist die jetzt. Werden wir dann gleich sehen. So nice. Ich sage natürlich nicht was. Seid gespannt. Will denn der schon wieder? Nico, it's your cousin. We should go and get drunk together. Hä? Ich bin doch gerade vor dem Auftrag, aber ich kann nicht ablehnen, dann ist er böse auf mich. Okay, man. We go drinking together. I pick you up in next hour. Nico. See you in a while. Scheiße. Also ich muss das machen. Wenn ich den ablehne, dann sinke ich, glaube ich, in seiner Gunst. Und das möchte ich halt nicht. Deswegen... ja. Fahren wir da mal hin. Wir haben lange nichts mehr mit ihm gemacht. Das letzte Mal haben wir uns so eine bekloppte Show angeschaut. Trotzdem hätten die Programmierer vielleicht darauf achten können, dass wenn man gerade mit ihm telefoniert hat und jetzt einen Auftrag mit ihm oder für Brucey machen möchte, dass er dann nicht anruft und sagt, komm, wir gehen saufen, obwohl er mich gerade eben zu Brucey geschickt hat. Weil es ergibt logischerweise keinen Sinn.
So. Boah, Mann, ist das wieder weit gewesen, ey. Silence, ich sehe da, dass da jemand auf mich wartet, verdammt nochmal. Ach so, ich kann mir ein Lokal aussuchen, dann gehen wir natürlich dahin, was näher dran ist. Okay, die sind jetzt beide nicht wirklich nah dran. Oh, was wird näher sein? Ich glaube fast das hier ist ein Tick näher. Ja, es scheint ein sehr direkter Weg zu sein. Nico B in the house! Man, sometimes I cannot believe you are here with me. Really, I can't. It's hardly been a lot of fun since I turned up, cousin. Correct. It has been a fucking nightmare, but that's not the point. No? No, the point is... Fuck it. The Bellic cousins are here in a land of opportunity, and we are making trouble for any fools who get in our way. If you say so. I do say so, man. I do. I just did. It's good to have you here. Whatever shit we get into, man, it's good. Thanks. Don't you miss home? You've been there a long time. You never get homesick? Sure. I miss things about home, but I think things are ruined now. Yes, I know what you mean. I miss the good times we had as children. When our fathers were too drunk to beat us. When there was food and the sun was shining. But now, now I live here and life is good. Is it? Yes, cousin, it is. Sure, this place is crazy, but... So is home. And here it is okay to be an eccentric go-getter businessman with a taste for fine women, wine, and song. Is that how you see yourself? My God, you are deranged, cousin. This place has made you sick. Fuck you. I'm an individual, my friend. One of a kind. Or, to put it another way, a freak. Das ist die gleiche Bar, wo ich noch mit meiner Freundin war und wo ich so besoffen dann war. Okay, das ist so leise, dass selbst ich das nicht verstanden habe, was er gesagt hat, aber ich konnte es zum Glück lesen. Du bist betrunken, du siehst alles verschwommen und es wird dir schwerfallen zu gehen und zu fahren. Versuche das Gleichgewicht zu halten, bald bist du wieder nüchtern. Ja, es ist nicht so leicht, dir das Gleichgewicht zu halten. Der läuft rückwärts. Oh fuck ey, das ist so geil. Ich stell mir gerade vor, ich wäre wirklich betrunken und wäre im Spiel noch betrunken und würde das ja sehen. Wie krass das wäre. Muss man mal irgendwann ausprobieren. Kommt Roman mit, oder? Wo ist er denn? If you drink and drive, Nico, you're a bloody idiot. Okay. Wobei, wir machen das mal. Ich will mal gucken, wie das ist, wenn wir besoffen Auto fahren. Driving in this state? Not a good idea. Probieren Sie einfach mal. What? What is spite? I think someone put something in my drink. Evil people do to women they wish to take advantage of. And which nice sailor in there do you think wanted to take? Fuck, das ist so schwer. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Firstly, I wasn't in the fucking merchant navy. And secondly, cousin and friend. Oh mein Gott, mir ist echt langsam schwindelig. People also do it if they want to steal your kidneys or your liver. Who would want your kidneys or liver? They must all be shot through by now. Fuck you, I'm an alpha male. Oh scheiße, Mann. Das ist so schwer. Not that tree. The tree of life. Oh, that tree. Also die übertreiben es ja echt mit dem betrunkenen Autofahren. So schlimm fährt man noch niemals, wenn man betrunken ist. Aber bitte probiert es nicht zu Hause aus. Oh. Oh. Ich war einfach nur geradeaus, aber ehrlich. Was ist denn hier los? Oh. Aber ich habe die Polizei abgehängt, sehe ich gerade. Wie habe ich denn das geschafft?
Oh, war das anstrengend. Mein Gott, war das anstrengend. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder nüchtern. Erstmal schön bei Roman abgesahnt. Und jetzt wieder zurück zu unserem kleinen Brucey. Ja, ich bin wieder nüchtern, ey. Es wird aber auch sowas von Zeit. Oh, war das anstrengend, ey. Krass, also wenn ihr das Spiel spielt, probiert es bitte mal aus. Fahrt bitte mal betrunken Auto. Das ist total mega, mega krank. Und beim nächsten Mal werde ich mit definitiv ein Taxi rufen, weil das möchte ich nicht nochmal mitmachen. Das war auch viel zu anstrengend. Search and delete. Coole Karre. Hey. Hello. Hello. I said hello. Ow! Motherfucker! Is your boss around? What'd you do that for? Is your boss around? Yeah, he's around. Brucey, some fucking Polack asshole for you. Pleasure to meet you too. He's not a Polack. He's a gentleman. Still a fucking asshole. Sorry, Nicky, man. How's things? Okay. Sweet. I got you, man. I'm big, but I'm also fast. Wake up, boy! Ooh, I'm sorry. Can you show me that again? Oh! Ah! Oh! Enough, man! Enough! Oh! Fuck me, be all right, huh? Ooh, that's some Red Army shit. Serious. You gotta show me that one. I'm all about power. Come on, touch my bench, man. No, thanks. Rock hard. I bench 450. I'm an... Yeah, yeah, yeah. Ooh, shit, no shit. What are you doing here, man? Well, Roman said maybe you needed some help and we need some money real bad. Shit, my bad. Yeah, of course. Love that guy. Love him. I mean, I am no chubby chaser, but if I was in a queer, that guy would be in trouble, you know? Oh, let him know. Hey, I'm shitting. Brucey likes pussy. Remember that, right? Okay. All right now, Nicky, listen up. I know you guys need money bad. Yeah. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem, as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get fucked with, especially people that go into hiding before they can get on the stand and put a lot of guys inside for a lot of time. What? I need you to whack some people, only they're in hiding. How do I find them? Man, you're cold! You didn't even blink! Love that, I fucking love that! You gotta steal a police car, get on the computer, give me a call. They're easy to have. Not really. All right, Brucey. I'll give you a call. Ice cold, man! Ice okay, der Typ ist doch irgendwie cool, weil er halt so dumm ist, ey. Und denke, er ist der Coolste. Also der ist doch irgendwie lustig, auf jeden Fall. Es war, glaube ich, noch nicht die Szene, die ich gemeint habe. Aber die Szene war natürlich auch geil, wo er ihn einfach mal so schön den Arm da, ja, fast auskugelt oder was auch immer. Was soll ich machen? Ich habe wieder nichts... Oh, was soll ich machen? Oh, fuck. Oh nein, oh, ich kann doch nicht sein, ich habe doch gerade ihm zugehört. Der hat gesagt, wie finde ich die? Eiskalt, eiskalt, bla bla bla. Und dann, oh, das gibt's doch nicht. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht, dass ich das nicht höre? Scheiße, Mann. Was soll ich denn machen? Was ist mit meinem Telefon los? Oh, Kacke. Was sollte ich denn jetzt machen? Was war denn jetzt der Auftrag? Oh nein, Paxi, du bist dumm, bist du. Du bist einfach nur dumm. Oh. Muss ich jetzt echt nochmal laden? Ah, Info, Search and Delete, eiskalt, Mann, eiskalt. Ah, du musst ein Polizeiauto klauen, ins Computersystem gelangen und mich anrufen. Die sind leicht zu hacken. Ah, gut, dass ich jetzt auch diese Info gefunden habe. Wie kann ich denn das vergessen, ey? Was ist denn hier los? Meine Herren. Jetzt muss ich echt erstmal ein Polizeiauto klauen. Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Gibt's wieder hässlichen Fahndungslevel. Wo finde ich jetzt ein Polizeiauto? Polizeiauto! Hallo! Hier ist eins. Ah! MB, wieso dauert das so lange? Wenn du keinen Streifenwagen findest, rufe die Wichser auf 911 an. Also, dann kommen sie zu dir. Okay. Aber ich habe eins.
Ach nee, leg das Handy weg. Ach, man kann Autos nicht einfach so klauen? Von Bullen? Warum sagt mir das denn keiner? Ich schieß zwar... Es ist echt scheiße, dass ich deswegen jetzt Bullen abschießen muss. Ich krieg direkt 3 Sterne deswegen. Ach du Scheiße. Warum krieg ich denn direkt 3 Sterne? Oh, nicht in das Fahrzeug! Wie soll ich denn hier wieder mein Fahndungslevel losbekommen? Ich muss auf jeden Fall sofort ins nächste Pain Spray, mein Freund. Wobei, kann man denn auch mit einem Polizeiauto und einem Pain Spray reinfahren? Bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht so sicher. Aber schön, dass mir jetzt direkt noch ein Hubschrauber auf den Sack geht, ey. Schön unter die Brücke hier, damit der Hubschrauber mich nicht mehr sehen kann. Opti. So, irgendwo hier ist es doch. Hier. Das werden die nicht übersprayen. Das habe ich mir schon gedacht. Oh, wie soll ich mein Fahndungslevel hier losbekommen? Ey, das ist doch nicht der Dank, oder? Fuck! Ich habe ja richtig Müll gebaut jetzt. Ich habe eine Idee. Ich parke mein Auto hier. Hol mir das hier. Hau schnell ab, bevor ich tot bin. Oh, fuck, ich bin echt gleich tot. So, fahren kurzes Ringel. Kleines Ringlein. So, und jetzt schnell in das Pain Spray rein. Hat funktioniert, sehr gut. Bin ich zwar fast tot? Diesmal geht's aufs Haus, danke. Ich bin zwar fast tot, aber gibt's hier irgendwo Hot Dogs? Nicht so aus. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hoffen, dass das Polizeiauto noch da steht. Es steht noch da. Ah, ich bin der Beste, ey. Was ist denn das für ein ausgebuffter Plan gewesen? Woo! Bin ich gut. Und das Polizeiauto ist... auch wieder ganz. Okay. Sehr gut. I'm here. I have a computer. You're a badass, man. I love it. Now this cat's name's Lyle Revis. Type it into the computer and you should get some known whereabouts and shit. I take him out myself, but when people see me coming, they fucking run, man. Know what I'm saying? Cats don't want to mess with someone packing 24-inch guns like mine, baby. Yeah. I'll track down this Revis. Cold, man. I'm feeling chills down the phone. Call me when it's done, bro. Dem Fahrzeug eher noch mit dem Polizeiauto. Aktuelle Verbrechen betrachten, Polizeiakten durchsuchen. Meistgesuchte betrachten. Okay. Fehlgeschlagen. Suche nach Namen. Ah, jetzt muss ich den Namen echt ein. Ihr wollt mich verarschen, oder? Den hab ich mir doch jetzt nicht gemerkt! Oh, what the fuck? Ich will einfach nur ins Optionsmenü rein. Na toll. Wie heißt der Typ? Lyle Revis. Also das hätten sie... Ach, meine Fresse. Name Lyle Revis. Aufenthalt als Broker. Gesucht wegen Drogenhandel. Meine Fresse, ey, die Künstler, was ist denn hier los? Polizei, hallo, reiß euch zusammen. Begib dich zu Revis Haus, okay. Ich bin fast tot, ich hoffe, es wird kein großer Kampf. Oder wir gucken mal, ob wir unterwegs vielleicht was zu essen sehen. Wäre ganz cool, ein Hotdog-Stand oder sowas.
Nee, es soll ja unentdeckt kommen, oder? Wir gehen jetzt einfach mal das Risiko ein und gehen ja mit fast... Ach nee, ich will nicht sterben, Mann. Muss doch irgendwo was zu essen sein. Hotdog-Stand. Da ist einer. Sehr gut. Ich habe coole Munition, ich habe coole Waffen, ich will nicht sterben. Ganz einfach. Ich bin dran. Komm, verzieh dich. One of them, if you don't mind. Good prices, good prices. $5, das ist doch kein guter Preis, verarsch mich nicht, Mann. $5 für ein verdammtes Hotdog, ey. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das realistisch ist bei manchen Ständen in den USA, wird es wahrscheinlich sogar noch mehr kosten. Ich muss wahrscheinlich in das Gebäude rein, oder? Ja. Schauen wir mal. Lyle Revis, I got a message from Brucey for you. Brucey? I thought he was fucking joking. Shit. Oh, der Idiot, warum geht er nicht einfach rein, sondern klopft an? Ja gut, eliminiere Rivas. Komm, 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 komm. Ah, man kann sogar nach vorne schießen dieses Mal. Was ist denn hier los? Das ist ja geil. Man kann sogar nach vorne schießen. Juhu! Das sieht aber aus, wenn er ziemlich schnell wäre. Natürlich wieder auf die gegnerische Fahrbahn. Gegnerische Fahrbahn, sage ich schon. Entgegengesetzte Fahrbahn. Damit es noch schwerer wird zu fahren. Ich fahre einfach mal auf den Standstreifen. Da müsste ja niemand weiter entgegenkommen. Okay. Okay. Also anscheinend soll ich den noch nicht 100 erschießen. Oder wahrscheinlich hält er wieder irgendwo an und da kann ich dann erschießen. Zumindest sieht es momentan so danach aus. Ist doch alles gescriptet, oder? Du Idiot, du Elender! Fuck, jetzt muss ich mich aber beeilen. Dass ich wieder hinterherkomme. Komm schon, drück aufs Gas, Mann! Ich habe keinen Bock, die Mission nochmal zu machen. Es war anstrengend genug, dieses Polizeiauto zu bekommen, ohne dabei zu sterben. Erzählen, dass es weder so noch... Ja, Baby. Na also. Aber ich hatte nur schon tausendmal auf dieses... auf diesen Reifen geballert. Es wird doch mal Zeit, dass er hier... mal stirbt. Wird eine extra lange Folge, merke ich gerade. In guten alten Zeiten. Hier lang, oder? Ich echt nach einer Verfolgungsjagd Maut bezahle für $5, aber es war gut geraten, oder? $5 kostet. Dauert, sage ich jetzt schon. Das erste Mal Maut bezahlt, mitten in der Verfolgungsjagd, vorhin, als ich über die Brücken gefahren bin und ich quasi keinen Stress hatte. Da habe ich es nicht gemacht. Oh fuck, ich habe nicht gesehen, dass jemand auf mich zugefahren kommt. Sehr schlau angestellt. Ich habe auch nicht mehr so viel Munition, sehe ich gerade. Junge, mach Platz. Aber du musst langsam mal hin sein, du musst noch auf den ballern. Oh, was mache ich denn? Ich fahre irgendwie falsch. Gib Gas, gib Gas! Das
Aber du musst doch nur langsam mal hin sein. Das kann doch nicht sein. Ich habe auch nicht unendlich Munition. Ich habe ihn erwischt auf jeden Fall. Ah, das Auto ist fast kaputt. Sehr gut. Ich denke, den können wir jetzt auch so erledigen, oder? Da kommt doch eh nicht mehr weg. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da jetzt gerade unten stand, aber bestimmt verfolge ihn zu Fuß weiter und bring ihn um. Was soll es denn sonst denn gewesen sein? You should not worry about Revis anymore. Ladies and men, a lot of people are gonna be very grateful that certain people who fucked with them can't say things to other people or fuck with anyone anymore. If you get me. I get the money you're paying. You're all about the cabbage. I mean, the lettuce, the lettuce! Ice cold, man. I love it. There'll be some more work. Woo! Richtig nice. Oh nein. Richtig nice. Ja, so war das geplant. Wir steigen mal kurz aus. Geil animiert, oder? Wie er so richtig schön rausklettert. Und die Pumpgun in der Hand, Alter. Ich komme aus dem Dreck mit der Pumpgun in der Hand. Aus dem Dreck mit der Pumpgun in der Hand. Legt euch nicht mit mir an, ich bin der König der Welt. Egal, wir müssen jetzt eh einen total weiten Weg zurücklegen. Tollerweise speichert es hier automatisch. Deswegen können wir einfach Schluss machen und wachen dann wieder zu Hause auf in der nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, euch hat diese besonders lange Folge gefallen. Wir lesen noch die SMS. Alter, komm zu meiner Bude in Boabo. Bleib Alpha. Alles klar, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, bleibt Alpha, euer Paxis. Tschö, tschö.